Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dogs Love. Ich bin Jana und das hier ist Arcana. Heute zeigen wir euch den Handtouch, auch Nasentarget genannt, zeigen euch dabei zwei Trainingsaufbauvarianten und natürlich auch, für was ihr den Handtouch alles gebrauchen könnt und auf was ihr achten müsst. Viel Spaß beim Anschauen! Gleich zu Anfang noch ein Hinweis, wenn ihr das Training für den Target Stick benötigt, dann könnt ihr die Trainingsanleitung eben auf diesen umdenken. Also immer wenn die Hand gemeint ist, ist dann bei euch eben der Target Stick gemeint. Das nur schon mal vorab und dann kann es auch schon losgehen. Wir brauchen für das Training in erster Linie nur gute und kleine Leckerchen, die der Hund schnell schlucken kann, sowie ein gut konditioniertes Markerwort oder den Klicker. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr es lieber mit dem Klicker oder Markerwort macht. Ich zeige euch beide Varianten. Es gibt einige Gründe, warum ihr eurem Hund den Handtouch beibringen solltet. Zum einen könnt ihr ihn super als Grundlage für viele weitere Tricks und Kommandos verwenden, zum Beispiel in der Fußarbeit, bei der Grundposition, genauso beim Slalom durch die Beine laufen oder auch, wenn man den Hund von links nach rechts neben sich positionieren möchte, zum Beispiel, weil ein Fahrrad entgegenkommt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall habt ihr da ein perfektes Kommando, um viele weitere aufzubauen oder auch Tricks aufzubauen. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Und durch das Training ist natürlich auch gewährleistet, dass eure Beziehung zu eurem Hund wieder einfach gestärkt wird. Was auch richtig super ist, ist, dass ihr dadurch einfach weniger die Leckerchen einsetzen müsst, gerade wenn ihr neue Kommandos beibringt, weil ihr da dann den Handtouch verwenden könnt. Und natürlich arbeitet euer Hund auch super gerne mit, da er das total positiv verknüpft. Wir bauen das natürlich ganz positiv auf. Und was natürlich auch richtig klasse ist, wenn ihr bei Hundebegegnungen Probleme habt, könnt ihr auch dieses Kommando verwenden, um eurem Hund einfach ein Alternativverhalten beizubringen. Es gibt wirklich richtig viele positive Nebeneffekte bei dem Training, deswegen lohnt es sich für euch wirklich, das aufzubauen. Wie ich euch am Anfang ja schon gesagt habe, habe ich zwei Varianten mitgebracht, die fangen unterschiedlich an und gehen dann aber im weiteren Verlauf in die gleiche Richtung. Da könnt ihr dann das Training, das ich euch dann in Variante 1 näher erkläre, für Variante 2 einfach übernehmen. Ihr beginnt euer Training damit, dass ihr euch irgendwo hinsetzt und euren Hund vor euch platziert. Also in dem Fall entweder lasst ihr ihn hinsetzen oder liegen, einfach so, dass er nicht hinter euren Rücken läuft. Denn als nächstes nehmt ihr eure Hände nach hinten. In einer Hand solltet ihr Leckerchen und Klicker parat haben oder nur Leckerchen, wenn ihr mit einem Markerwort arbeitet. Und in der anderen Hand habt ihr nichts, da ist einfach leer. Die leere Hand nehmt ihr dann nach vorne und nehmt sie ein bisschen vor euren Hund. Also so, dass euer Hund aktiv nach vorne gehen muss mit der Nase, damit er sie berührt. In dem Moment, wo die Berührung stattfindet, sagt ihr euer Markerwort oder klickt und dann folgt das Leckerchen aus der Hand, indem ihr eben euren Klicker oder beziehungsweise das Leckerchen eben gehalten habt und weiter hinter eurem Rücken vor allem gehalten habt. Es geht also immer nur eine Hand nach vorne am Anfang und euer Hund soll einfach neugierig mit der Nase hinstupsen, weil das einfach die Spannung erhöht, wenn ihr eure Hände hinter den Rücken nehmt. Ich gebe euch hier jetzt auch gleich schon einen Tipp, wenn ihr Hunde habt, die da nicht so drauf reagieren und die da eben nicht auf die Idee kommen, mit der Nase ranzustupsen. Also ihr könnt zum Beispiel etwas Futter, was ziemlich stark riecht, an eure Hand tatsächlich schmieren. Das würde ich aber nur am Anfang natürlich machen, einfach so, dass die Idee vom Hund dann überhaupt mal kommt, dass er mit der Nase rangeht. Und eben dann dadurch durch den Duft, dass der Hund dann einfach denkt, okay, ja, da muss ich mal hinriechen und dadurch aus Versehen ranstupst. Und so könnt ihr die ersten paar Klickmomente oder Markerwortmomente einfangen. Das baut ihr dann natürlich auch wieder ab, also ihr schmiert dann nicht jedes Mal Futter rein, sondern es wird dann eben auch ohne, dass das Futter an die Hand geschmiert wurde, weitergemacht. Und im Normalfall sollte der Hund dann auch schon verstanden haben, dass er da mit der Nase ran soll oder automatisch hingehen, weil das ja davor schon gemacht hat und da könnt ihr dann die Momente auch wieder einfangen.
Eine weitere Variante ist, dass ihr einfach klickt, wenn euer Hund auf die Hand schaut. Das ist allerdings dann etwas mühselig. Da müsst ihr euch dann sehr langsam ranarbeiten, bis der Hund dann wirklich mit der Nase auch rangeht. Ihr kennt das, Shaping ist das. Vielleicht habt ihr der ein oder anderes schon mal gehört. Näheres erkläre ich da auch in meinem Video zum Markerwort und Klicker. Das findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr das Video noch anschauen wollt. Also wenn ihr das Shaping wirklich ausprobieren wollt, dann, weil euer Hund einfach nicht von alleine auf die Idee kommt, mit der Nase ranzugehen, müsst ihr also quasi jede kleinste Bewegung, die euer Hund in die richtige Richtung macht, also am Anfang das Anschauen der Hand, dann das immer näher kommen mit der Schnauze in Richtung eurer Hand, immer einfangen und immer weiter steigern, bis ihr es geschafft habt, dass auch dieser Hund dann eben an die Hand stupst. Sobald ihr das mit der einen Hand ein paar Mal gemacht habt, wiederholt ihr das mit der anderen Hand ebenfalls und wechselt da mal ab. Und wenn ihr merkt, euer Hund hat das verstanden, er geht zuverlässig Richtung der Hand, wenn ihr sie nach vorne nehmt und berührt sie, ihr habt keine Fehlerquote mehr, dann könnt ihr anfangen, die Hand einfach mal vorne zu lassen und dort irgendwo zu positionieren. Wenn euer Hund dann wieder an die Hand rangeht und eben ranstupst, sie berührt, dann belohnt ihr das, indem ihr erstmal klickt und das Leckerchen dann in die Hand, die ihr gerade eben berührt hat, eben wieder gebt. Bei denjenigen, bei denen das dann vielleicht nicht so gut klappt, gibt es hier nochmal einen Tipp. Ihr könnt einfach eure Finger ein bisschen bewegen, sodass euer Hund darauf aufmerksam gemacht wird, dass hier vielleicht irgendwas los ist und dann auch eben wieder mit der Hand rangeht. Das ist auch wieder nur ein Hilfsmittel, das heißt, auch das müsst ihr wieder schnell abbauen und könnt ihr nur als Übergang, als Ersthilfe benutzen, aber das könnt ihr auf jeden Fall auch ausprobieren. Sobald ihr diese Steigerungsform hinbekommen habt, also euer Hund zuverlässig die linke oder auch die rechte Hand berührt, könnt ihr dann als nächstes das Hörzeichen einführen. Das Hörzeichen folgt immer als erstes. Das heißt, ihr sagt das Wort, das ihr euch raussucht, zum Beispiel Touch oder Tipp oder Stups oder was auch immer ihr euch aussucht. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Wort Tipp. Dann als nächstes hebt ihr die Hand eben so hin, dass euer Hund eben ran muss. Und in dem Moment, wo er dann rangeht, da das ja davor sehr zuverlässig geklappt hat, wird das dann auch mit dem vorhergesagten Kommando funktionieren. Dann kriegt der Hund den Klick oder das Markerwort und natürlich die Belohnung. Tipp. Gut. Tipp. Gut. Tipp. Gute Maus. Super. Jetzt etwas ganz Wichtiges. Da es einen winzigen Moment nur gibt, in dem euer Hund eure Hand berührt und ihr diesen einen Moment einfangen müsst, müsst ihr sehr konzentriert arbeiten. Das heißt, ihr müsst eigentlich schon, bevor der Hund die Hand berührt, klicken, weil der Klick vom Hören her oder auch das Markerwort vom Hören her ja erst kurze Zeit später erfolgt. Und das ist dann nämlich genau der Moment, wo der Hund dann auch die Nase berührt. Wenn ihr erst klickt oder euer Markerwort sagt, wenn ihr die Berührung spürt, dann ist es schon zu spät, weil in dem Moment geht er dann wieder zurück und dann würdet ihr quasi das Zurückgehen vom Hund belohnen und so wird das Kommando etwas länger dauern, bis es aufgebaut wird. Also versucht da rechtzeitig euer Signal zu geben. Wenn ihr das Hörzeichen schon einigermaßen eingeübt habt, der Handtouch im Ruhezustand der Hand schon richtig super klappt, dann könnt ihr weiter steigern. Ihr nehmt einfach eure Hand, sobald ihr euer Hörzeichen gesagt habt, und führt sie etwas nach hinten zur Seite, wie es euch gerade recht ist, sodass euer Hund einfach folgen muss. Also auf jeden Fall weg vom Hund, wichtig, natürlich nicht hin zum Hund. Und dann wird euer Hund im Normalfall einfach hinterherlaufen und in dem Moment wieder, wo er eure Hand berührt, ist wieder Party angesagt, Klickmoment und Leckerchen folgt ebenfalls. Hier noch ein paar allgemeine wichtige Hinweise. Ihr solltet das Training unbedingt an verschiedenen Orten machen, damit euer Hund nicht nur ortsbezogen lernt, sondern wirklich Allgemeingültigkeit verbindet, also dass das überall gültig ist. Und natürlich solltet ihr das Ganze auch in verschiedenen Positionen machen. Das heißt, wenn ihr das später vielleicht auch mal braucht, wenn ihr sitzt, dann macht ihr das auch im Sitzen.
Oder wenn ihr es braucht, während ihr lauft, dann macht ihr das auch während dem Laufen und natürlich im Stehen. Und auch für den Hund könnt ihr das in verschiedenen Situationen üben. Ihr könntet zum Beispiel den Hund sitzen lassen, die Hand dann etwas von ihm wegbewegen, euer Kommando sagen zum Handtouch und dann folgt euer Hund eurer Hand und positioniert sich damit im Sitz etwas anders. Außerdem ist es wichtig, dass ihr erstmal in reizarmen Umgebungen übt, sodass euer Hund nicht abgelenkt ist und erst mit der Zeit Ablenkung mit reinbringt. Da können dann zum Beispiel andere Menschen anwesend sein oder Kinder fangen dann an zu spielen, während ihr das Training macht. Einfach so, dass euer Hund langsam die Steigerung hat, dass auch drumherum was passieren kann, während er das Training durchführen soll, während er eure Hand berühren soll oder ihr nachgehen soll. Und später könnt ihr dann sogar, wenn ihr das weiter ausgebaut habt, an anderen Hunden vorbeigehen oder eben auch während der Hund, ein Hund irgendwo anwesend ist, vielleicht am Anfang erstmal sehr weite Distanz, einfach üben, dass euer Hund da weiterhin das Kommando ausführt. Aber das wäre jetzt zu arg ins Detail gehen. Also wir machen das dann nochmal in einem neuen Video, wie man das den Handtouch dann bei Hundebegegnungen sehr gut einsetzen kann. Was ihr euch zu Beginn auch noch überlegen solltet, ist, wo genau euer Hund euch berühren soll. Soll es in der flachen Hand hier in dem Bereich sein? Soll es zum Beispiel nur an diese zwei Finger geknüpft sein? Also das müsst ihr am Anfang euch wirklich überlegen, denn so müsst ihr auch euer Training aufbauen. Also diejenigen, die sagen, ich will nur zwei Finger, die müssen dann auch, wenn sie hinter dem Rücken mit der Hand gehen, wenn sie nach vorne gehen, dann auch wirklich nur die zwei Finger da zeigen, dem Hund zeigen und das aber auch so weiterhin beibehalten, denn der Hund merkt sich natürlich dieses Bild. Deswegen könnt ihr das Gleiche dann auch mit dem Target Stick machen. Da nehmt ihr den dann auch einfach hinter den Rücken und dann nach vorne. Am besten auch nicht zu nah dann Richtung Hund, da ein Target Stick auch bei sensiblen Hunden ein bisschen Angst auslösen kann. Und es soll ja eher so sein, dass sie neugierig werden. Deswegen schaut, dass ihr da genügend Abstand lasst und euren Hund dann eben auf den Target, in Richtung Target Stick zukommen lasst. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr die Belohnung nicht sichtbar haltet, sodass euer Hund einfach auch zukünftig lernt, diesen Handtouch auszuführen, auch wenn er nicht sieht, dass da ein Leckerchen irgendwo ist. Weil nachher habt ihr später mal keins dabei und dann macht euer Hund das nicht mehr, weil er denkt, ja, wenn ich nichts dafür bekomme, dann mache ich das auch nicht. Deswegen schaut, dass ihr da von Anfang an darauf achtet, dass ihr das Leckerchen eben erst dem Hund zeigt und in Sichtweite bringt, wenn er das auch ausgeführt hat. Was ihr bei Schritt 2 auch noch machen könnt, wenn ihr eure Hand dann einfach nur positioniert und euren Hund darauf zukommen lasst, dann könnt ihr auch anfangen, mal beide Hände nach vorne zu nehmen. Also ihr nehmt die eine Hand, die das Leckerchen in der Hand hat, nach vorne und ihr nehmt die andere, die eben kein Leckerchen hat und wo er ranstupsen soll, nach vorne. Und im ersten Moment wird euer Hund vermutlich zum Leckerchen gehen, dann hoffentlich auf die Idee kommen, die andere Hand mal zu berühren und in dem Moment gibt es dann den Klick, das Markerwort und natürlich wieder ein Leckerchen. Das könnt ihr dann einfach auch nochmal als kleine Steigerung mit einbauen, damit euer Hund einfach immer zuverlässiger die Hand berührt, die eben auch kein Leckerchen hat und da auch eben wieder ein bisschen Ablenkung sozusagen mit reinkommt in das Ganze und das Ganze auch gefestigt wird. Ein Zusatz, den ihr in das Training noch mit reinbringen könnt, ist, dass ihr dem Hund auch noch beibringt, nicht nur kurz an eure Hand zu stupsen, sondern wirklich auch dran zu bleiben. Und zwar nicht nur in dem Moment hinterher zu laufen, wenn eure Hand weggeht, also das habt ihr ja mit dem Training davor schon hinbekommen, aber was ist, wenn eure Hand ruhig ist? Dann soll der Hund ja trotzdem dranbleiben. Und dieses Training erfordert noch ein bisschen mehr Geduld. Ihr solltet das am besten dann schon ziemlich früh mit einbauen, wenn möglich. Also spätestens, wenn der Hund zuverlässig bei Schritt 1 an die Hand geht oder auch dann auf jeden Fall spätestens im zweiten Schritt, wenn ihr eure Hand einfach hier positioniert neben eurem Körper, dass der Hund eben dann ranstupst und in dem Moment ihr nicht klickt, sondern einfach abwartet und der Hund dann einfach nochmal ranstupsen muss. Also quasi immer erst das zweite Stupsen wird dann mit einem Leckerchen belohnt und so versucht ihr eben eurem Hund das beizubringen, dass der da nach und nach einfach
gar nicht erst weggeht, weil er ja merkt, okay, irgendwie kommt es erst, wenn ich nochmal rangehe, vielleicht bleibe ich einfach mal dran. Also das ist die Idee dahinter und das bedeutet aber auch viel Training, also ihr braucht euch nicht wundern, wenn das nicht sofort funktioniert. Es ist dann schon einige Wochen Training und mehrere Wiederholungen wert, bis der Hund das kann. Auch hier gibt es wieder eine zweite Variante zu dem Thema langer Handtouch. Ich erkläre euch das kurz. Und zwar ist es bei der zweiten Variante so, dass ihr dann einfach schneller hintereinander klickt. Das heißt, euer Hund geht mit der Nase ran, ihr klickt Leckerchen sofort rein. Der Hund hat gar keine Zeit eigentlich wegzugehen, weil er ist ja schon dran, weil das Leckerchen ja da gerade gefüttert wird. Und ihr klickt wieder und er kommt gleich wieder das nächste Leckerchen. Und ihr macht das einige Male hintereinander, sodass euer Hund einfach merkt, okay, diese Position hier an dieser Hand, das ist was Tolles, da kriege ich ganz viel. Und dadurch, das auch öfter zeigt, einfach dieses längere Dranbleiben. Wenn ihr das immer wieder längere Zeiten wiederholt, und dann habt ihr da auch eben irgendwann diesen langen Handtouch. Dann kommen wir mal noch zur zweiten Variante und zwar nehmt ihr dafür ein Leckerchen in eure Hand. Ihr klemmt das Leckerchen irgendwo dazwischen, also wenn ihr zum Beispiel nur zwei Finger nehmt, klemmt ihr es einfach so zwischen die Finger vorne rein. Wenn ihr die ganze Handfläche nehmt, klemmt ihr es einfach unter den Daumen rein und so wird euer Hund definitiv in eure Richtung zu eurer Hand laufen und dem Leckerchen hinterher und ihr könnt dann in dem Moment, wo der Hund mit der Nase an eurer Hand ist, einfach das Leckerchen geben. Das wiederholt ihr dann so 2-3 Mal, wirklich nicht oft. Also bitte, bitte nicht zu oft, weil sonst kann es sein, dass der sich viel zu sehr daran gewöhnt, dass da eben das Leckerchen ist. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen das schnell wieder abbauen. Dann nach den 2-3 Mal, wenn das geklappt hat, nehmt ihr eure Hand wieder so wie davor, also zum Beispiel, wenn ihr das mit der flachen Hand gemacht habt und dem Daumen mit dem Reinklemmen, dann nehmt ihr eure Hand wieder so hin wie davor, nur ohne das Leckerchen diesmal. Und euer Hund hat das dann auch nicht gesehen, dass da kein Leckerchen ist. Und ihr macht das einfach genau wie davor. Ihr hebt die wieder so hin wie davor und euer Hund wird automatisch, da er das von davor ja schon gewöhnt war, einfach auch wieder rangehen und in dem Moment kommt dann wieder das Markerwort, der Klick, je nachdem, was ihr euch ausgesucht habt. Und dann wird wieder an dieser Hand auch belohnt, in die er gerade gestupst hat. Das Ganze wiederholt ihr dann auch nochmal 2-3 Mal, immer mit dem Finger so wie davor und ihr rutscht dann einfach mit dem Daumen, aber mit der Zeit immer weiter zur Seite, sodass ihr am Schluss die flache Hand hinhaltet und euer Hund dann auch trotzdem eben ranstupst. So habt ihr es dann ebenfalls aufgebaut. Ihr habt dadurch die Variante 1, den Schritt 1, ausgelassen, sogar quasi im Schritt 2 gestartet und könnt dann einfach, wie ich in Variante 1 schon erklärt habe, mit den weiteren Steigerungsformen weitermachen. Das ist dann vom Aufbau genau dasselbe wie davor und ihr könnt eben auch so euren Handtouch dann aufbauen. Ich hoffe, ihr könnt nun euren Hunden ebenfalls den Handtouch beibringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert uns, indem ihr die kleine Glocke unten aktiviert, wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt. Wir würden uns freuen und sagen ciao und bis zum nächsten Mal.